Guten Morgen. Bonjour, ma chère. Lass uns kurz einen Moment innehalten. Ich habe heute frei. Die Sonne scheint. Wir haben, glaube ich, 2, 3 Grad. Draußen hört man ab und zu die Leute ihr Eis von den Autos kratzen. Und ich sitze hier mit euch und ja, ich habe frei und meine Haut ist momentan schlecht. Und ich führe das darauf zurück, dass ich habe aus der Glossybox das Oil of Olas Beauty Fluid Day oder irgendwie so. Das ist so eine große Pulle. Und die hatte ich da drin und die habe ich jetzt ein paar Mal benutzt. Und dann habe ich hier einen Pickel gekriegt und hier und hier und hier noch 2. Und ich habe sonst nie so große Probleme mit Hautunreinheiten. Nie. Also wirklich, ich habe mal einen Mitesser oder mal hier einen Pickel oder so. Aber so doll, so, sogar aus dem Dekolleté, weil ich nehme ja meine Pflege immer über den Hals und aus Dekolleté. Also ich werde die jetzt mal meiner Mom geben und ich hoffe, dass sie damit besser klarkommt, weil ich glaube, davon habe ich es gekriegt, weil ich benutze noch die, ich hoffe, ihr hört das nicht, die machen da irgendwas draußen an der Straße oder so. Ich habe noch die von CD, die Creme, die ist sehr reichhaltig, aber die ist schön, die macht bei mir keine Pickel. Und dann habe ich noch so ein paar andere Kandidaten aus Boxen. Jetzt muss die Katze auf dem Karton spielen, ich fasse es nicht. aber ein bisschen muss immer sein. Und an meinem freien Tag starte ich nicht mit der Base, sondern mit den Augenbrauen, mit meinem Eyebrow Kit. Hat die eine Nummer? Also die heißt Nummer 2. Brown. Ja. Genau, also ich bin auch mal gespannt, was ich mit dem Ding machen soll, wenn ich das Braune aufgebraucht habe, weil dieses ist zu hell und das ist schwarz und ich hatte lange Zeit schwarze Augenbrauen, als ich noch schwarze Haare hatte, aber ich finde schwarze Haare zu braunen, lila, pinken Haaren ist mir zu doll, zumal wenn ich mich konzentriere oder wenn ich nicht auf meine Mimik achte, dann sehe ich immer sehr böse aus, hat mir gesagt. Und deswegen möchte ich dann nicht noch böser aussehen, indem ich mir schwarze Augenbrauen male. Ja. Primer. Ja, wir nehmen wieder den von Smashbox, den 24-Hour Photo Finish Shadow Primer, sowas. Das war, also der kostet ja auch ein paar Mark mehr und da nehme ich noch ganz wenig. Der kostet ein paar Mark mehr, der macht seinen Job super, der hält alle Eyeshadows super am Platz und da habe ich auch überhaupt keine Schwierigkeiten mit, ich will mich auch überhaupt nicht beschweren, aber für die Kohle, ich würde ihn mir nicht nochmal kaufen. Ich war damals auf so einem Trip, ich habe irgendwie, also ich denke mal Better Lash Beauty und Niki Tutorials viel geguckt und die sind immer Base Primer und die machen ja meistens MAC, Painterly, Paintpot und so eine Geschichten. Das war mir dann doch zu teuer und dann dachte ich mir, nee, ich will eine neutrale Base, wo ich alles draufpacken kann, was ich will und ja, und dann war ich beim Rossmann und dann hatten sie nur glitzernde Base da irgendwie oder ich habe es nicht gesehen oder ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwie dachte ich so, wenn jetzt die Drogerie nichts hat, was mir gefällt, dann gehe ich halt zum Douglas. Ja, und ich weiß noch genau, dass ich da stand. Und da war nichts los, also wenig los. Und sie haben mich ignoriert, ne? Also gut,
ich habe dann auch in meinem freien Tag habe ich so ein Kleidchen an von H&M und heute aktuell diese wunderschöne Star Wars Leggings und dazu so candyfarbene Nike Air Max. Aber ich bitte euch, das heißt doch nicht, dass ich keine Kohle habe, um mir was bei Douglas zu kaufen. Also manchmal, ja, verstehe ich nicht. Also muss ich vielleicht auch nicht nachvollziehen können, warum die mich da so ignoriert haben. Vielleicht war es auch gar nicht Absicht und sie haben mich nicht gesehen, weil ich so unauffällig bin. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, voll tätowiert, 1,78 groß. Klar, kann man mal übersehen, klar. Kein Thema, Mädels. Ich habe gerade überlegt, ob ich passend zu meinem Outfit heute mit den Color Tattoos in Türkis und Mauve Crush mir was schminke. Aber ich habe gerade eben meine Pinsel gewaschen und die trocknen noch. Also ich habe meine geliebten Essence-Pinsel gerade gar nicht zur Hand, mit denen ich das sonst mache. Ich habe tatsächlich auch jetzt alle gewaschen. Alle. Aber ich könnte ja auch diesen nehmen. Das ist der Eyeshadow Blender Brush aus der Make Me Pretty LE. Der sieht so aus. Also den kriegt ihr noch. Ich meine, ich habe ihn bei Schnäppchen Schloss bestellt. Aber den muss man nicht unbedingt haben. Also zum Verblenden finde ich ihn zu kurz und zu hart. Für so Creme-Produkte ist er, glaube ich, ganz gut. Aber ich glaube, wir bleiben heute ganz, 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 ganz basic. Das war einmal der Make-up-Stick Petit Romance von Revalle Lubian. Der helle von beiden, also ich habe mir beide gekauft, einen dunkel für außen und einen hellen für innen, weil Niki Tutorials das macht und ich einfach Fan bin seit ewigen Zeiten. Der helle heißt 1 und der dunkle heißt 2. Nein, doch, aber Porcelain und Sand. Und der helle, den fand ich, ich habe den einmal auf der Arbeit getragen. Und wenn man das 9 Stunden oder 10 Stunden trägt, dann hat er sich so abgesetzt am Kinn bei mir. Das fand ich nicht so schön. Aber ich bin so unkreativ heute. Na gut, ich habe im Grabbelkörbchen noch aus der Limited Edition Rough Luxury Soft Baked Eyeshadow in Rough Elegance dieses kleine, süße Quad hier. Nein, Trio. Quad wären ja 4. Dieses süße Trio hier gefunden. Und die swatche ich euch mal auf Freddy. Good morning, Freddy. Die sind schon sehr schön. Apropos gebackene Lidschatten, die mir sehr gut gefallen. Aktuell in der aktuellen Revalle de Lubian LE, die heißt Little Paradise. Da gibt es ja diesen super subtilen Highlighter. In der LE gibt es auch eine gebackene Lidschattenpalette. Ich nehme jetzt übrigens den hell. Aber also ich habe sie geswatcht. Und für 3 Euro, ich glaube, es sind 6 Farben, 5 oder 6 Farben, das fand ich echt toll, ne? Also ich war ein bisschen verliebt. Aber ich hatte mir vorher ein Limit gesetzt und gesagt, ich will das Blush, ich will den Highlighter und dann vielleicht noch den Pinsel, 1, 2 Goodies quasi. Und die, ich hatte mir 10 Euro mitgenommen, weil ich ja gerade so ein bisschen gucke, dass ich nicht so viel Kohle für Schminke ausgebe. Und die haben dann auch gereicht für den Liner, den Highlighter, den Blush und den für mich zweckentfremdeten Highlighter-Pinsel. Also 10,31 Euro oder irgendwie sowas habe ich bezahlt. So, dann nehmen wir ein Ebeline Fluffy und die dunkelste Farbe. Oder nehmen wir alle, dann nehmen wir die mittlere zuerst. Ja, und da war die Palette nicht drin, aber ich fand die echt schön. Die hatte so einen speckigen Glanz.
in verschiedenen Tönen, die sich jetzt auch nicht so wahnsinnig stark unterschieden haben, aber dieser speckige Glanz hat mich echt fasziniert. Also, wenn die gejagt wird und alle losrennen und sich die holen, weil die so toll ist, was ja bei Reval de Lubiang relativ selten passiert tatsächlich. Habe ich das jemals erlebt? Ich glaube, die einzige Limited Edition, wo ich mitgekriegt habe, dass die restlos ausverkauft war, ohne dass was ins Grabbelkörbchen ging, war die, diese gold-schwarze LE. Ich habe auch den... Ach, das war Reval de Lubiang. Genau, weil Deluxe Selection, da gab es diesen Shimmer Brick Dupe. Ich habe keinen Shimmer Brick, von daher weiß ich das nicht. Aber mich hat das so daran erinnert, weil das so schimmert. Ne? Und davon gab es tatsächlich keine Grabbelkörbchen-Geschichten, auf jeden Fall in den Rossmännern. Rossmans, in denen ich unterwegs bin. Und jetzt gehen wir einmal in den dunkleren. Einmal die kleine Ampel nach oben. Und aber sonst kriegst du es eigentlich immer noch im Grabbelkörbchen dann für 50 Cent weniger oder was die da reduzieren. Ich glaube, die reduzieren nicht so viel bei Reval de Lube und Reval de Lubiang. Da werde ich mir auf jeden Fall die Lidschattenpalette holen, wenn sie nicht komplett zerstört worden ist von irgendjemandem, der sich da rausgetobt hat am Grabbelkörbchen. Ich frage mich auch, warum da ständig so kaputte Sachen drin sind, warum die nicht ausgetauscht werden. Gibt es da einen Grund für? Arbeitet jemand von euch bei Rossmann? Kann jemand mir das erklären? Ich meine, dass das ein bisschen ramschig aussehen soll, das weiß ich. Also das verstehe ich ja auch, weil es ist ja ein Grabbelkörbchen. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum das so dreckig sein muss. Versuchen wir es noch mal, ihn hier zu zeigen. Oh, das geht, glaube ich, ein bisschen besser. Mein Astor Eye Artist. Also Foundation kann ich ja gut mal an meinem freien Tag verzichten. Aber ungern auf Eyeliner. Und Mascara. Entschuldigt bitte. Was für ein Mascara nehmen wir denn heute? Die habe ich ja heiß und innig geliebt, ne? Das ist die Miss Manga Punky Mega Volume Mascara. Ich liebe die Bürste. Ich liebe, dass die so wahnsinnig viel Produkt aufnimmt. Ich liebe das ganze Produkt. Aber was ich absolut nicht ab kann an dieser Mascara, ist, dass sie nicht abschminkbar ist. Also, wenn man zwei Schichten auflegt, und das ist eigentlich für mich normal, zwei Schichten, dann braucht man eigentlich so einen Hochdruckstrahler, um die von den Wimpern wieder runterzukriegen. Weil, obwohl die nicht wasserfest ist, ich habe aktuell nicht eine wasserfeste Mascara. Oder? Nein, ich habe aktuell nicht eine wasserfeste Mascara. Und alle meine Make-up-Abschmink-Gedönsies, Zeug, Tücher und Lotion und was ich nicht alles habe, die sagen alle, wir kriegen auch wasserfestes Augen-Make-up runter. Aber die Miss Manga Punky, diese Mascara, die so wunderschöne, ich sag immer Deluxe-Fliegenbeine macht, diese Mascara kriegt nichts restlos runter. Es muss immer in Kombination sein. Ich nehme ein BB-Abschminktuch. Dann mache ich nochmal
mit meinem aktuellen Balea-Reinigungsschaum mache ich da nochmal drüber. Und dann muss ich immer nochmal drüber gehen. Und dann gehe ich auch meistens auch mit Zellenwasser oder solche Geschichten, weil Gott sei Dank, toi toi toi, bin ich dann nicht allergisch oder so. Also da bin ich Gott sei Dank sehr unempfindlich. Und deswegen... Ich überlege gerade, welchen Liner ich nehmen soll heute. Ich habe blau an, ich nehme blau. Und zwar, das ist der blaue aus der Touch of Vintage. Und wir machen ein paar Pünktchen, wie die Pünktchen-Queen, die liebe Luzi vom Kanal Unfug Rundfunk. Ich glaube, es wird kein Video geben, in dem ich sie nicht erwähne. Also von daher, wenn es euch nervt, hört einfach weg. Ja, da könnt ihr auch mal schön sehen, was die Olaf Olas mit meiner Haut gemacht haben. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so einen Pickel hatte. Also vor allen Dingen auch dann so im ganzen Gesicht. Nee. Ich werde es überleben. Knapp, aber ich schaff das schon. Ich nehme mal einen von meinen Schnäppchen von Schnäppchenschloss. Es ist einer der Defining Blushes in der 70 Pinkerbell. Der ist richtig schön pink. Also so ein schönes, satiniertes Pink. Alternativ im Grabbelkörbchen könnt ihr auch den aus der Petite Romance nehmen von Raval de Lubiang. Der ist ähnlich. Also... Wenn ich irgendwann mal aussortieren sollte bei meinen knapp 100 Blushes, werde ich nicht. Also auch wenn ich ähnliche Farbtöne habe und auch wenn ich eigentlich zu viel habe, was heißt zu viel, es ist ja eine Sammlung und ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hätte, oh, du hast aber viele Briefmarken, so viele Briefe kannst du ja gar nicht schreiben. Macht auch keinen Sinn. Warum gibt es Make-up-Shaming? Warum wird man dafür verurteilt, wenn man zu viel Make-up hat? Vielleicht hinkt der Vergleich jetzt auch und ich merke es einfach nicht. Aber ich finde, das ist eine Sammlung. Und es gibt auch diese lustigen, interessanten Menschen, die die Spielzeug sammeln. Und das ist dann noch mehr wert, wenn es unbespielt ist. Das heißt, es ist original verpackt. So wie die Mädels, die sich diese wunderschönen geprägten Geschichten wie Ticket to Paradise zum Beispiel oder Hello Autumn oder so eine Geschichte, die sowas nicht aufmachen und benutzen, sondern in der Verpackung lassen, weil sie es schön finden und sich angucken, quasi als Kunstobjekt in der Wohnung. Das kann man, wenn man meint, man muss sich mit den Sachen anderer Leute beschäftigen, kritisieren. Aber wenn man alles benutzt, beziehungsweise randommäßig Sachen benutzt, das ist übrigens Vampire's Love, der Highlighter. Oh, der ist so schön. Little Vampire. Also, wenn man meint, man muss sich da über andere erheben und sagen, also das, was du sammelst, macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist sowieso Käse, was du da machst. Und willst du nicht mal aussortieren, weil du hast ja schon so viel Zeug. Nein. Nein, ich werde euch auch meine Blush-Sammlung zeigen. Ich werde es wie die liebe Nina von Ninas Kosmetik machen und es nach Marken sortieren. Also B2... Catrice, Essence und sonstige. Da fallen dann so Milani und Sleek und W7 zum Beispiel rein. Und nur um euch einen Vorgeschmack zu geben,
Das ist meine Kiste, wo die sonstigen Blushes drin sind. Da ist NYX drin, da ist Milani drin, da ist Reval de Loop drin, Reval de Loop Young, so, das ist nur eine von dreien. Plus das, was auf meinem Schminktisch steht, was ich aktuell benutze. Milani, neue Defining Blushes, Glow Touch Blushes. Meine Happy Blushes, also Essence aus der Oktoberfest Allee. Das, die Empfehlung von der lieben Luzi und von Grundfunk Secret Lovers. Der ist wirklich, oh, der ist toll. Also bei mir im Citymarkt hat der 3,50 oder so gekostet. Oder knapp 4 Euro. Auch ein Fingernagelkiller. Und der ist wirklich toll. Pink mit Goldglitzer. Da bin ich echt froh drüber, dass du mir den gezeigt hast. Dann gibt es noch so lustige Sachen wie LEs, also kalt, LEs warm, LEs wurde für mich gejagt. Hihi, hihi. Okay, bevor ich jetzt hier abschweife und jetzt schon anfange, euch meine Blushes zu zeigen, wollte ich eigentlich nur noch sagen, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, wenn bei euch die Sonne scheint, dann genießt ihr sie. Bisschen Lippenpflege noch. Und ich danke euch wie immer fürs Vorbeischauen, Reinschauen. Stay a little crazy. Bleibt so, wie ihr seid und habt einen schönen Tag.